Weltcup-Finale, Teamwettbewerb Mix 12 Uhr 2 leichte Verzögerung aufgrund technischer Probleme verzögert sich der Start bei frühlingshaften Bedingungen in den andorranischen Pyrenäen noch ein wenig 12 Uhr Österreich-Kanada los geht's. Das erste Viertelfinale steht an. Dabei ist Vize-Weltmeister Österreich gegen das Team aus Kanada klarer Favorit 11.55 Uhr nächster Triumph für die Schweiz. Für die Schweiz sind bei diesem finalen Nationen-Event des Winters auf Damenseite Aline Daniels und Wendy Holtener gemeldet. Bei den Herren muss der Verband jeweils zwischen Sandro Simonet, Daniel Jule und Ramon Sennhäusern wählen. In fast der gleichen Besetzung schnappten sich die Eidgenossen zuletzt Gold bei der WM und Olympia und sind somit auch heute der Top-Favorit auf den Titel. 11.52 Uhr ÖSV Sextett will endlich wieder ganz nach oben. Der ÖSV schickt heute seine drei Katharinas Huber, Linsberger und Truppe gemeinsam mit den Herren Marti Gruber, Manuel Feller und Michael Matt ins Rennen. Nach den zweiten Plätzen bei der Weltmeisterschaft in Aare und den Olympischen Spielen in Pyeongchang soll es für den ÖSV heute endlich mal wieder ganz nach oben gehen. Und in dieser Top-Besetzung dürften die Chancen auch gar nicht so schlecht stehen. 11.47 Uhr DSV Quintett will eine Medaille für Deutschland ehen. In diesem letzten Team-Event der Saison Lena Dürr, Christina Geiger, Fabian Himmelsbach, Anton Tremmel und Alexander Schmidt an den Start. Bis auf Youngster Himmelsbach, der für den in Andorra nicht startenden Linus Strasser ins Team rutscht, und Alexander Schmidt haben alle zuletzt guten Erfahrungen mit dem Nationen-Event gemacht. Im Februar verpasste Deutschland bei der WM im schwedischen Aare als Vierter nur haarscharf eine Medaille. Heute solle mindestens einen Platz weiter nach vorne gehen. Mit Italien hat der DSV einen schwierigen, aber machbaren Gegner zugelost bekommen. 11.40 Uhr die Viertelfinals stehen. Die vier Duelle für das Viertelfinale stehen bereits fest. Deutschland trifft auf Italien, Frankreich auf Norwegen und die Schweiz muss gegen Schweden ran. Österreich bekommt es mit dem Team aus Kanada zu tun, das sich im einzigen Achtelfinale mit 3:1 gegen Gastgeber Andorra durchgesetzt hat. 11.39 Uhr der Modus gefahren wird. In diesem spannenden Modus ein Parallelslalom mit direkten Duellen Frau gegen Frau bzw. Mann gegen Mann. Pro Team können bis zu 6 Athleten, 3 Damen und 3 Herren, gemeldet werden, wovon 4 pro Duell nominiert werden. Jeder gewonnene Lauf gibt einen Punkt für die siegreiche Nation. Sollte es nach den 4 Läufen 2:2 stehen, werden die besten Individualzeiten einer Fahrerin und eines Fahrers pro Nation zusammengezählt und das Team mit der niedrigeren Gesamtzeit kommt eine Runde weiter. 11.30 Uhr herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zum Nationenteam-Event beim alpinen Weltcup-Finale in Soltau. Ab 12 Uhr kämpfen insgesamt 9 Teams in direkten K.O.-Duellen um den Sieg.